Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute seht ihr schon im Titel, geht es wieder um einen Real Talk und zwar um meine Twitch-Bewerbung als Partner von Twitch. Und bevor wir dazu kommen, will ich nur eine kleine Sache loswerden und zwar, ich will mich jetzt schon mal gerade am Anfang für euren ganzen Support bedanken der letzten Wochen, Monate, das habe ich letztens auch auf Twitter geschrieben. Es ist einfach surreal, Leute, und das wollte ich gerade am Anfang schon mal loswerden. Ich will aber auch am Ende nochmal kurz ein bisschen einen kleinen Real Talk rauslassen zu dem Ganzen, was jetzt gerade passiert. Deswegen könnt ihr da gerne auf jeden Fall dranbleiben, wenn ihr den Real Talk auf jeden Fall mitbekommt. Wollt. Eine Sache wollte ich noch sagen, ihr könnt mir gerne mal, sehr gerne, würde mich auf jeden Fall interessieren, mal ein bisschen Feedback in die Kommentare reinschreiben, warum ihr gerade so meine Streams supportet, so wie sie jetzt gerade supportet werden. Das ist halt einfach unglaublich krass, was wir halt in kurzer Zeit jetzt so mit, also hinbekommen haben. Wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, was euch vielleicht gerade gefällt, was euch nicht so gefällt. Einfach mal ein bisschen Feedback da lassen, wie beim letzten Real Talk, dass ich da ein bisschen korrekte Kommentare mir durchlesen könnte und lasst gerne einen Daumen nach oben da für den Support einfach. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt dazu, ob wir Partner geworden sind oder nicht. Und um es kurz und knapp zu machen, wir wurden leider abgelehnt von Twitch. Ich kann es aber auch irgendwo verstehen. Ich habe es ja von vornherein schon gesagt, dass ich das verstehen kann. Ich zeige euch jetzt aber auch mal direkt die E-Mail, die ich halt bekommen habe. Und zwar schreibt mir da Twitch: Hey, I'm Lagtime, danke für deine Bewerbung beim Partnerprogramm. Der Abschluss von Weg zum Partner ist ein fantastischer Meilenstein, den du erreicht hast. Doch leider können wir dir momentan keine Partnerschaft anbieten. Und da sage ich euch ehrlich, ich kann es irgendwie verstehen, aber ich sage euch auch ehrlich, so wie sie es auch da schreiben, es ist ein unglaublich fantastischer Meilenstein so. Ich meine, überhaupt die Möglichkeit zu haben, Partnerschaft zu beantragen, diese 75 durchschnittlichen und die Streamzeit, das ist ja eigentlich Nebensache, aber diese 75 durchschnittlichen zu bekommen und so viel Feedback zu bekommen, so von euch im Stream, ist einfach unglaublich krass. Deswegen finde ich das eigentlich auch schon mal nice, dass sie das halt so schreiben, weil es eben auch einfach krass ist, so wisst ihr, was ich meine. Und dann schreiben sie noch: Bei der Auswertung deines Kanals sieht es so aus, als ob deine jüngsten Zuschauerzahlen stark schwanken. Wir suchen eher nach Konsistenz als nach gelegentlichen Spitzen bei der Zuschauerzahl. Ein guter Durchschnittswert beginnt bei 75 Zuschauern pro Stream. Die Zahlen aus Host, blablabla, werden nicht mitgerechnet. Dass du abgelehnt worden bist, schmälert deine Chance aber nicht, in der Zukunft zu unserem Partner zu werden. Deswegen solltest du auf jeden Fall weiterhin großartige Inhalte produzieren und deine Community erweitern, bevor du dich mit einer konsistenteren Zuschauerzahl erneut bewirbst. Da sage ich euch ehrlich, Chat, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ich zeige euch gleich mal die Statistik, wie sie jetzt die letzten Monate angefangen hat hochzugehen. Wir können leider nichts dagegen machen. Ich sage aber auch gleich, wie gesagt, noch ein Real Talk dazu, wie ich zu der ganzen Situation stehe, sage ich mal, dass wir jetzt abgelehnt worden sind. Es ist kein Beinbruch, Leute. Es ist absolut scheißegal, sage ich mal. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal, wie die Statistik jetzt im Moment, sage ich mal, sich entwickelt hat. Deswegen kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, dass sie sagen, ey, bleib noch ein bisschen mehr am Ball, so stream noch ein bisschen länger als jetzt gerade und mach einfach weiter so, wisst ihr, was ich meine? Ich meine, wenn ihr euch jetzt anschaut, im November waren wir bei 40 durchschnittlichen, im Dezember waren wir bei 51 durchschnittlichen und das ist, weiß Gott, nicht lange her, so klar, knapp 3 Monate jetzt oder so, oder knapp 2 Monate, was weiß ich. Jedenfalls ist das noch nicht lange her und es sind halt 51 so. Und dann kommt der Januar, wo wir bei 91 waren und die checken natürlich auch die letzten Monate und da will ich jetzt auch mal ein bisschen drauf eingehen. Hier ging es ja darauf los, sage ich mal, am 31.01. haben wir uns beworben und wenn man sich dann die Statistik mal wirklich genauer anschaut, sieht man halt eben, dass man auch Streams dabei hatte mit 60 Zuschauern, mit 56 durchschnittlich, mit 72 durchschnittlich, mit 70, mit 59, mit 79, das war mal wieder richtig krass, 61 und so. Also man sieht, ich hatte Streams im letzten Monat, sage ich mal, am 31.01. habe ich mich beworben, glaube ich. Am 31.01. genau. Und da sieht man halt, dass ich im Januar drüber auch noch eben ein bisschen kleinere Zuschauerzahlen habe. Ne? Deswegen kann ich das auf jeden Fall verstehen. Und jetzt im Februar sieht es halt im Moment so aus, was unglaublich krass ist, Chat. Da will ich mich einfach wirklich für bedanken. Wir sind gerade bei aktuell in diesem Streamzeit, in dieser Streamzeit, die wir jetzt gerade live sind, bei 100 fucking durchschnittlichen Zuschauern. Da will ich mich einmal mal wirklich vom Herzen für bedanken, dass so viele Leute gerade von euch immer wieder meine Streams schauen, einschalten, im Chat aktiv sind, supporten. Es ist wirklich unglaublich krass, Leute. Es ist wirklich unglaublich krass. Deswegen Herz und Kuss geht raus an euch für den Support. Und da sieht man halt eben auch an diesen Streams, dass ich zum Beispiel hier am Donnerstag 82, waren wir ein bisschen drüber auf jeden Fall, aber dann zum Beispiel auch einen Stream dabei hatte mit 69 oder hier mit 57. Also man sieht halt, dass das genau Twitch, denke ich mal, meint mit diesen Schwankungen. Klar, man hat mal Streams hier mit 145, 114, 115. Aber man hat halt auch Streams mit 69 oder halt auch mit 57. Und deswegen kann ich halt eben auch verstehen, dass Twitch da sagt, ey, guck mal, deine Streams sind wahrscheinlich schon extrem krass und extrem gut, und aber es fehlt halt einfach an dieser konsequenten
Zuschaueranzahl, sage ich mal, die halt immer so bleibt, wie sie halt eben auch bei den extrem krassen Streams ist. Deswegen kann ich es absolut verstehen, dass sie sagen, ey, grind einfach noch ein bisschen weiter und dann irgendwann in ein paar Monaten bewirb dich nochmal und dann eventuell kriegst du deine Partnerschaft, wisst ihr, was ich meine? Ja, und zum Abschluss will ich einfach nochmal kurz einen kleinen Real Talk raushasseln, und zwar will ich mich einfach nochmal für den Support der letzten Wochen bedanken. Ich kann es einfach wirklich immer noch nicht nachvollziehen, wie das jetzt, ihr habt es gerade gesehen, von November 40 auf jetzt Februar 100 durchschnittliche gewachsen ist. Es ist einfach wirklich unglaublich krass und ich will mich dafür bedanken. Und ich will es auch nochmal sagen, für mich ist es wirklich gar kein Problem, jetzt abgelehnt worden zu sein, so überhaupt nicht, weil ich streame wegen euch, wegen dem Chat, ihr wisst es einfach von mir, ich liebe es einfach mit euch zu interagieren im Chat, und ob da jetzt ein Haken ist, ob da kein Haken ist, ist absolut scheißegal. So klar, es wäre geil gewesen für euren Support, sage ich mal, ich finde es für euch ein bisschen schade, dass wir jetzt halt nicht die kleinen Features haben, die man als Partner bekommt, sei es mehr Emotes, dass ihr die Qualität des Streams immer einstellen könnt und was weiß ich, da gibt es so viele Möglichkeiten, die man halt hat, das finde ich halt für euch ein bisschen schade. Aber für mich, ich sage euch ehrlich, ob da jetzt Partner ist oder nicht, es ist für mich wirklich scheißegal. Ich freue mich auf die kommende Zeit, ich freue mich auf den weiteren Grind. Es wird genauso weitergehen wie jetzt die letzten Monate, sage ich mal, dass wir viel gestreamt haben an often Tagen, also oft wirklich, dann lange gestreamt haben, 5, 6 Stunden mal 7 Stunden, Special Streams gemacht haben mit 18 Stunden. Das wird genauso weitergehen, weil ich einmal den Scheiß hier liebe. Ich habe es einmal lieben gelernt, so wie damals YouTube, wo ich mit YouTube angefangen habe. Und genau das ist jetzt so dieses Twitch-Ding. Das ist einfach mein Baby und ich will das einfach weiter mit euch großziehen und schauen, wo es einfach noch hingeht. Deswegen, Liebe geht raus an euch. Ich danke euch für den Support. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall im Stream gegen 12 Uhr. Vielleicht ein bisschen später. Ich weiß noch nicht. Ich habe noch einen Termin. Aber das wollte ich euch einfach mal nicht vorwegnehmen, sage ich mal. Und erst im Stream oder auf Social Media euch das sagen. Sondern hier als Video euch einfach das kurz mal mitteilen, wie es halt aussieht. Ich kann es wie gesagt verstehen. Wir werden weiter grinden. Ich küsse trotzdem euer Herz für den Support. Und schreibt mir gerne mal Feedback in die Kommentare, wie euch die Streams im Moment gefallen, was ich vielleicht besser machen kann. Und generell, warum ihr mich schaut, warum ausgerechnet ich von durchschnittlich 100 Zuschauern im Moment in diesem Monat geschaut werde. Deswegen schreibt es mir gerne mal rein. Ich küsse euer Herz, ich danke euch für den Support und wir sehen uns dann im nächsten Stream oder im nächsten Video wieder und dann irgendwann vielleicht auch als Partner, wenn wir es sehen. Und ja, haut rein, der Grind geht weiter und ja, ciao, ciao.